Okay, wir sind da, Kumpel. Los jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Ach nee, sag bloß. Mach auf das Loch. Ich glaube, ich habe den Wagen beschissen geparkt. Egal. Yay, ist die hässlich. Okay, ist es der? Ja, Kumpel, aber Vorsicht. Der Schlitten darf keinen Kratzer abkriegen. Und geh den Bullen aus dem Weg. Die Karre ist echt auffällig. Stimmt. In ungefähr einer halben Stunde kommt die zweite Wache. Bis dahin musst du zurück sein, Kumpel. Und sei vorsichtig. Die Karre geht gut ab. Ist vielleicht der schnellste Wagen der Welt. Wer weiß. Klar, Bobby. Kein Problem. Das schaffe ich in einer halben Stunde. Ja, yeah, Kumpel. Aber geh bloß den Bullen aus dem Weg. Wollten sie den irgendwie ein bisschen auf locker gangstermäßig machen hier? Mann, ist das Ding hässlich. Ich finde diese Karre sowieso unglaublich hässlich. Die Rennautos von damals, die sind schon ziemlich scheiße. Ui! Und mit dem Kistel ist das Problem, dass man ganz schnell die Kontrolle verliert, weil man einfach wahnsinnig Gas geben kann damit. Ich komme mir gerade vor wie ein Wookie, wenn ich hier mache. Ui, ist das laut. Schnurrt wie ein Kätzchen. So, ach, wir müssen ja unter die Giuliano Bridge, genau. Zu Lucas Bertone. Der ist übrigens auch bei der freien Fahrt extrem, glaube ich, immer der Anlaufpunkt für alle möglichen Aufgaben. Und ich traue mich gar nicht, die Kiste mal richtig auszufahren von der Geschwindigkeit her, weil die einfach so dermaßen durchzieht, dass mir das doch zu heikel ist irgendwo. Vor allem, weil bei den Kisten von damals die Bremsen ja auch reichlich bescheiden sind. Brems mal. Mensch, das hackt ja wieder. Ich glaube, das ist jetzt, weil jetzt die Geschwindigkeit des Autos ein bisschen höher ist, dass er da mehr zu laden hat oder so. Sorry, wenn das jetzt unglaublich hackt. Das ist, ja, kann ich auch nichts machen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wie immer, ist ja nichts Neues bei mir. Irgendwann werde ich mal genug Geld haben, um mir mal einen stationären Computer zu kaufen. Der ist dann auch ein bisschen leistungsfähiger als mein Laptop. Und dann sieht die ganze Welt schon schöner aus. Ich muss mir sowieso mal insgesamt neues Equipment holen. Mein Mikro ist zwar okay, allerdings ist der Vorverstärker, naja, es ist halt ein Billigding gewesen, ne? Ach, wie schön, die Frames gehen wieder hoch. Der Vorverstärker ist halt billig gewesen. Dementsprechend rauscht das immer im Hintergrund und da muss ich halt mal irgendwann ausbessern. Ich will mir keinen neuen Vorverstärker kaufen, ehrlich gesagt, sondern ich will mir gleich ein neues Mikro holen. Ich habe mir da schon ein schönes neues USB-Mikro ausgesucht, das ein Studio-Mikro ist und das wurde von anderen Leuten empfohlen. Ich muss bloß mal schauen, wann ich endlich mal genug Geld habe, um das machen zu können. Ich bin halt Student, da ist das mit dem Geld nicht so einfach. So, wir heizen ja noch schnell drüber, bevor die hier die Brücke hoch machen. Das muss ja nicht sein, ne? Okay. Peach. Nicht doch. So, da fahren wir ja noch über die Giuliano Bridge drüber. Und hin zum Lukas. Lukas, der Lokomotivführer. Oha, die Zeit. Ich sollte mich beeilen, glaube ich. Rum, rum, rum. Oh, was ist denn hier los? Willst du mich verarschen? Die halten ja einen kleinen Plausch ab mitten auf der Brücke. Aber das sah mir doch arg geskriptet aus. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ob das geskriptet ist oder nicht. So, und ich muss jetzt hier noch nicht. Dann erst die nächste, okay. Dann zweimal rechts und einmal links. Und dann sind wir auch schon da. Rum und das wackelt doch arg. Jetzt wackelt es nicht mehr so arg. Fahr weg hiervon. Weg, 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 weg. So, Lukas, ich komme. Nicht dagegen fahren. Sehr gut. Passt. 1A. Hallo, Sie kommen von Mr. Salieri, stimmt's? Natürlich. Ich bin Lukas Bertone. Ich bin Tom. Man sagt, Sie können diesem Monster seinen Biss nehmen. Ich denke schon. Dann machen Sie sich mal an die Arbeit. Wir haben nur noch 27 Minuten. Ah, das ist nicht viel Zeit.
Was, 27? Haben die das für jede Zeit eingesprochen, die man noch hat, oder wie ist das? Mal sehen, was ich tun kann. Sie können sich ein wenig ausruhen. Jiha. Aber lass dir nicht zu lang Zeit, Mensch. Fertig? Komm schon. Ich fand auch gut, wie er so sagte, sie sind von Salieri, stimmt's? Nö, ich fahre immer so einen Rennwagen rum in der Gegend. Das ist so. Wer hat das nicht als Privatwagen? Das ist so, als würde heute einer mit einem Formel-1-Wagen fahren. Wie sieht's aus da drin? Bin gerade fertig. Sie können los. Yippie Skippy. Ja, aber Sie müssen sich beeilen. Er fährt nicht mehr ganz so gut wie auf der Hinfahrt. Danke. Mr. Salieri weiß Ihre Arbeit zu schätzen. Sicher. Richten Sie meine Grüße aus. Sollte er mal wieder etwas brauchen, würde ich ihm sehr gerne helfen. Aber auch auf seinen Fahrer gewettet. Schön. So, dann müssen wir jetzt hier irgendwie raus. Bring den Rennwagen wieder in die Werkstatt auf der Rennstrecke. So, rum, rum, rum. Fahren wir denselben Weg zurück, den wir gekommen sind? Ja, ich würde sagen, oder? Hallo, was ist mit der Zeit hier und so, ne? Ich dachte, ich habe bis Viertelzeit. Was soll denn der Mist? So, hier hoch. Das ist ja ganz schön unfair. Aber das schaffen wir. Hui! Und die stehen immer noch rum hier oben. Ist es denn zu fassen? Hallo! Ja, jetzt waren wir mit 140 km/h durch die Innenstadt. Das ist okay. Oh, ist 150 Spitze. Jawoll! So, wie muss ich fahren? Ah ja. Nein! Hui! Ja, jetzt darf ich nirgendwo mehr gegenfahren. Ist aber schön, dass die Kiste einen Frontalcrash verzeiht. Ach man, hier darf man aber auch wirklich nie auf die Karte gucken, sonst ist sofort hier Schicht im Schacht, ne? So. Rum. Brücke ist unten, sehr gut. Dann heizen wir mal drauf los. Ich finde, der zieht immer noch gut durch. So, ja, mal schauen, wie wir fahren müssen. Mann, diese blöden Arschgesichter. Ja, wir fahren ja von mal links rum. Ich traue mich gar nicht. Ich hasse die Innenstadt mit so einer Karre. Gut, erstmal bis runter und dann rechts, rechts, links. Yay! Oh, die Zeit, oh, die Zeit. Na, willst du mich verarschen? Gibt's denn das? Mann. Ja, rechts, links, rechts, links. Oh, passt schon. Großzügiger Kurvenradius. Ist okay. So, rum ums Eck. Das schaffen wir. Ich bin gerade mal ein bisschen ruhiger, weil ich mich einfach mal konzentrieren muss auf das, was ich hier tue. Ich will ja nicht wieder so ein Katastrophenheinz wie beim letzten Mal sein. So, die Ecke kennen wir. Mensch, das ruckelt aber hier. So, schön, schön, schön. Aber raus aus der Stadt und zwar ganz schnell jetzt. Wir haben zwar noch ein paar Minuten, aber man muss es ja nicht bis aufs Letzte ausreizen, nicht wahr? Nicht zu schnell. Nicht zu schnell. So schön. So, und jetzt bloß nicht so blöd sein und hier irgendwo gegen die Kante fahren. Das wäre natürlich jetzt noch die Krönung des Ganzen. Schön. Gut, dass es auch mal wieder flüssig läuft. Das ist sehr angenehm. Und dann schaffen wir das doch rechtzeitig. Das passt doch. Jawohl, ja.
Muss ich jetzt noch einparken hier? Na toll. Ja, passt. Schön. Geschafft. Na, begeistert? Du hast es also geschafft, Kumpel. Und der Wagen hat nicht einen Kratzer. Ja, fast. Danke, Bobby. Das war wirklich der schnellste Wagen der Welt. Ein Glück, dass du es geschafft hast. Ich habe auch auf den Wagen vom Don gewettet. Das haben anscheinend alle. Ich habe drauf gewettet, wie fast jeder in meiner Nachbarschaft. Schätze, der Fahrer ist auch ziemlich wichtig. Klar, naja, ich will dich nicht aufhalten. Gute Nacht. Bis dann, Bobby. Danke für die Hilfe. Fahr zurück zu Salieri, auch noch das. Ich dachte, ich kann jetzt hier mich in Ruhe zurücklehnen und eine Cutscene genießen, aber nein. Dann auch noch zurück mit dem Schubert 6 am besten. So. Schaffen wir das? Jawohl. Okidoki, okelidokeli, um es mal mit Ned Flanders zu sagen. Und hier drüben sehen wir schon, sehen wir nicht, wenn ich zur Seite gucke, aber da ist schon die Rennstrecke hier gleich links nebenan. Und die werden wir gleich wiedersehen, leider muss ich sagen. Denn das wird kein Vergnügen, ich hoffe, ich krieg das hin. So, ach, angeeckt, egal. Jetzt ist es ja nicht mehr schlimm, wenn wir anecken. Ich finde das interessant, wie ruhig und leise der Motor von der Karre ist hier. Obwohl wir doch schon über 100 km/h drüber sind. Wuhuhu! So. Sind immer noch nicht wieder auf der Karte. Es ist jetzt aber schön, dass wir es geschafft haben, dass ich das gleich im ersten Ritt geschafft habe. Denn das ist wirklich nicht feierlich, mit der Kiste zu fahren, wenn die richtig abgeht. Denn man hat ja gesehen, was für tolle Reifen das waren. Das ist ja nicht wie heutzutage in der Formel 1, dass man da wundervolle Gummibeschichtungen, sorry, hat, die dann unglaublichen Grip liefern, sondern das ist ja, ja, Holz quasi, ne? Holz auf Asphalt. Da kann man sich denken, was für eine Reibungskraft da existiert. Nämlich keine. Und so ungefähr fährt sich das Ganze dann auch. Das ist nicht schön. So. Ist aber gut, dass hier keine Bullen unterwegs sind. Die haben wahrscheinlich auch alle keinen Bock, in der Nacht hier rumzufahren. Ich mache aber, glaube ich, trotzdem mal jetzt den Tempomaten wieder rein, damit wir es nicht übertreiben. Beziehungsweise die Tempogrenze ist ja kein Tempomat. Wenn es ein Tempomat wäre, hätten wir ja, ohne dass ich was drücken muss, immer dieselbe Geschwindigkeit. Und das ist ja nicht der Fall, sondern es ist ja einfach nur eine Tempo-Oberbegrenzung, damit wir nicht über die Geschwindigkeitsbegrenzung drüber kommen. So, rum ums Eck. Ich weiß gar nicht, was die Geschwindigkeitsbegrenzung in Meilen ist. Also wir haben jetzt 60 Kilometer pro Stunde dastehen. Das müssten ja dann, ich weiß nicht, 35 Meilen oder sowas sein. Also 30 dürften es, na lass mich durch, dürften es nicht ganz sein. Aber das müssten ein bisschen mehr als 30 sein. Weil ich glaube, die Meile sind 1,7 Kilometer oder sowas, ne? Ich weiß es bloß beim Inch, also beim Zoll genau, das sind 2,54 Zentimeter. Aber bei der Meile weiß ich es gar nicht genau. So, und da sind wir wieder zu Hause, haben es geschafft. Mission erledigt. Bitte raus. Jo, fein gemacht, Tommy. Und der Wagen Schubert 6 Rot wurde hinzugefügt. Allerdings ist Fairplay noch nicht zu Ende. Große Überraschung. Am hey, nächsten Luigi. Morgen. Hey, Tommy. Wo sind denn alle? Auf der Rennstrecke. Du bist spät dran. Ich musste nach dem Job letzte Nacht etwas Schlaf nachholen. Klar. Hallo? Ja. Sir, er ist gerade gekommen. Sicher. Es ist für dich, Tom. Na sowas? Hallo? Tom, hier ist Frank. Du warst große Klasse gestern, aber jetzt brauchen wir wieder deine Hilfe. Komm sofort rüber zur Rennstrecke. Irgendein Schläger hat dem Typ, der das Rennen gewinnen sollte, den Arm gebrochen. Vielleicht ist es kein Zufall. Aber egal, du musst das Rennen fahren. Aber Frank, ich... Tom, das Rennen beginnt in einer halben Stunde. Und ich habe keine Zeit mehr, jemandem das Fahren beizubringen. Verdammt, Tom, hier geht es um jede Menge Geld. Ich hoffe, du verstehst das. Okay. Frank, aber... Ich erwarte dich also in ein paar Minuten hier an der Rennstrecke. Yippie, Skippy. Ach ja,
Du siehst nicht gerade begeistert aus. Das bin ich auch nicht. Super, fahr zur Rennstrecke und finde Frank. Da nehmen wir mal irgendwas. Ist Ralphie denn irgendwie gerade zufällig hier und hat einen neuen Wagen für uns? Nein. Dann nehmen wir wieder den Schubert 6. Und los geht's. Ja, innerhalb von einer halben Stunde sollten wir es gerade so zur Rennstrecke schaffen, aber das ist ja leider nicht die Herausforderung bei dieser Mission.